Hallo zusammen und willkommen. Ein gesundheitliches Problem, das dem Körper viel abverlangt, ist das Husten. Ganz abgesehen von der Kraft, die dieser quälende Körperreflex kostet, kann eine heftige oder lang anhaltende Hustenphase auch zu Schädigungen in der Lunge und natürlich in den Atemwegen führen. Daher sollte man mit Gegenmaßnahmen nicht zu lange warten. Beantworten wir aber erst einmal die Frage, was ist eigentlich Husten? Im Grunde ist Husten ein nützlicher Vorgang, der einen ganz konkreten Auftrag hat. Der durch den Hustenreiz ausgelöste Hustenreflex mit dem explosionsartigen Ausstoß der Luft durch die sich öffnende Stimmritze erzeugt den Auswurf von Schleim aus der Lunge und den Atemwegen. Diese Variante ist als produktiver Husten bekannt. Die andere Art ist der trockene Reizhusten. Er ist nicht mit Schleimauswurf verbunden und kann bei Allergien zu Beginn einer Erkältung oder als Reaktion auf bestimmte Arzneimittel auftreten. Eine Abart besonders bei Kindern ist der psychogene Reizhusten, der auf psychologische Ursachen zurückzuführen ist. Hält der Husten über eine längere Zeit an, kann das auf einen möglicherweise vorliegenden Keuchhusten hindeuten. Aus Sicht des Verlaufs lässt sich der Husten in zwei Kategorien einteilen. Erstens der akute Husten. Der akute Husten mit einer Verlaufsdauer von bis zu 8 Wochen wird in der Regel durch eine Entzündung der Atemwege hervorgerufen, wie sie beispielsweise Sinusitis oder Tracheobronchitis darstellen. Auch das Einatmen von Reizstoffen, Asthmabronchiale, Herzerkrankungen oder tiefliegende Lungenerkrankungen können akuten Husten hervorrufen. Die zweite Variante ist der chronische Husten. Der chronische Husten mit einer Verlaufsdauer von mehr als 8 Wochen geht meistens auf das Rauchen oder lang anhaltendes Einatmen von Schadstoffen zurück. Weitere Ursachen für chronischen Husten können Asthma, chronische Herzerkrankungen oder Lungenkrebs sein. Für alle Hustenarten gelten gleichermaßen diese Grundsätze. Um Eskalation im Verlauf zu vermeiden, sollten unverzüglich Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Hält der Husten trotz ergriffener Gegenmaßnahmen über einen längeren Zeitpunkt an, ist ein Arztbesuch unerlässlich. Ein Ingwerwickel, wie in der Überschrift genannt, ist eine sanfte Methode, um gegen Husten vorgehen zu können. Das Mittel, auf das viele Betroffene bei heftigem oder langanhaltendem Husten instinktiv zurückgreifen, ist natürlich der Hustensaft. In vielen Fällen stellt sich auch die gewünschte Wirkung ein, das allerdings zu einem hohen Preis. Hustensäfte können spürbare Nebenwirkungen entwickeln, die sich auf den Kreislauf und andere Funktionsgruppen des Körpers auswirken. Es gibt sanftere Methoden, den Husten ebenso effektiv anzugehen. Eine der wirksamsten ist nun mal der Ingwerwickel. Aber warum gerade Ingwer? In der asiatischen Medizin ist der Ingwer bereits seit Jahrtausenden als hochwirksame Heilpflanze bekannt. Seine wesentlichen Bestandteile sind Harzsäuren, ein ätherisches Öl und Gingerol. Dieses ist für die Schärfe des Ingwers verantwortlich. Weitere Bestandteile sind unter anderem Zeniol, Borneol, Vitamin C, Magnesium und Natrium. Besonders der zähflüssige Balsam des Ingwers, das sogenannte Oleoresin, ist für die therapeutische Wirkung der Pflanze verantwortlich. Daraus zubereitete Substanzen wirken antimetisch, antioxidativ und entzündungshemmend. Deswegen findet Ingwer in der traditionellen asiatischen Medizin häufig bei Erkältung und anderen Krankheitsbildern Anwendung. Nicht zuletzt wurde deshalb der Ingwer 2018 zur Heilpflanze des Jahres gewählt. Weitere therapeutische Effekte weist der Ingwer auf Galle, Speichel und den Magensaft auf. Auch positive Auswirkungen auf die Darmfunktion sind bekannt. Darüber hinaus findet Ingwer Anwendung bei der Behandlung von Muskelschmerzen und Rheuma. Die European Scientific Cooperative on Phytotherapy hat den Einsatz von Ingwerwurzeln bei Übelkeit und Magen-Darm-Beschwerden ausdrücklich befürwortet. Mit Ingwerwickeln gegen Husten aber natürlich bitte richtig. Ein Ingwerwickel herzustellen und anzuwenden ist nicht allzu kompliziert. Trotzdem müssen einige wichtige Regeln beachtet werden, damit die Wirkung optimal ist, ohne Nebenwirkungen im Kauf nehmen zu müssen. Gerade bei Kindern ist bei der Anwendung große Sorgfalt wichtig, da empfindliche Kinderhaut besonders vorsichtig behandelt werden muss. Doch gerade bei Kleinkindern kann ein anhaltender Husten zu Folgeerkrankungen führen, da bei ihnen das Immunsystem noch nicht voll ausgebildet ist. In den meisten Fällen kann die natürliche Methode mit dem Ingwerwickel bei Kindern sinnvoller sein als die übliche Einnahme von Hustensaft. Wie man es auch betrachtet, Hustensaft ist ein Arzneimittel mit all seinen möglichen Nebenwirkungen, die gerade bei kleinen Kindern zu langanhaltenden Komplikationen führen können. In den meisten rezeptfreien Hustenmitteln sind beispielsweise Substanzen wie Codein enthalten. Diese schädlichen Substanzen führen häufig zu Migräne, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit. Ein Ingwerwickel ist schnell selbst hergestellt. Dafür benötigst du 1-2 Esslöffel Ingwer, etwas Olivenöl, Honig und Mehl.
Die Zutaten werden gemischt, bis eine dickflüssige Paste entsteht. Diese dann auf einem Tuch oder einer Serviette gleichmäßig ausstreichen. Die Packung mit steifem Verbandsmull umwickeln. Den Wickel so auf die Brust auflegen und mit Heftpflastern fixieren. Erwachsene sollten den Wickel die Nacht über aufgelegt lassen. Das kann zwar zu erhöhter Schweißbildung führen und den Schlaf beeinträchtigen, sollte aber der Wirksamkeit zuliebe dennoch durchgehalten werden. Bei Kindern sollte die Anwendung 3 Stunden nicht überschreiten, um ihr noch nicht voll ausgebildetes Immunsystem und die empfindliche Kinderhaut nicht zu überfordern. Das ist nur eines von vielen Rezepten eines Ingwerwickels. Es gibt auch komplexere Methoden, die teilweise die Zuführung von Wärme beinhalten. Gerade die Kombination aus Ingwer und Honig erweist sich bei Anwendung von Ingwerwickeln zur Hustenbehandlung als besonders wirksam. Beide Mittel werden schon seit langer Zeit auch einzeln gegen Husten eingesetzt. In der Kombination entwickeln sie aber erst ihre volle Wirkkraft. Ingwerwickel sind bei der Behandlung von hartnäckigem oder langanhaltendem Husten der Einnahme von Arzneimitteln um einiges voraus. Sie verursachen keine Nebenwirkungen und sind relativ einfach in der Herstellung und Anwendung. Und nicht zuletzt sind sie erheblich preisgünstiger als kommerzielle Produkte aus der Apotheke. Mit einem Ingwerwickel kannst du beispielsweise auch gegen Verspannung vorgehen. Mit auf Wärme basierenden Ingwerwickeln lässt sich wirksam gegen Verspannung vorgehen, wie sie beispielsweise oft im Nackenbereich oder an den Schultern auftreten. Warme Ingwerwickel fördern die Durchblutung und lösen so Spannungszustände. Dabei gibt es einige Vorsichtsmaßregeln, die beachtet werden sollten. Warme Ingwerwickel dürfen nicht auf den Kopf gelegt werden, also nicht auf die Schädeldecke. Die Anwendung an Hals, Nacken und Ohren ist dagegen unbedenklich. Auch entzündete Stellen müssen von Ingwerwickeln freigehalten werden. Beim Vorliegen einer Krebserkrankung oder bei Fieber sollte man auf Ingwerwickel ganz verzichten. Das gilt auch für Schwangere, sehr alte Menschen und Kinder. Hier nun eines von mehreren möglichen Rezepten zur Herstellung eines warmen Ingwerwickels. Du benötigst eine halbe Tasse geriebenen Ingwer, 4 Liter Wasser, 2 saubere Geschirrtücher und einen Gummiring. Das Wasser aufkochen und dann bei reduzierter Hitze sieden lassen. Den geriebenen Ingwer auf ein Geschirrtuch legen. Ein Beutel mit dem Ingwer darin bilden und mit einem Gummiring fixieren. Den Beutel über dem siedenden Wasser fest auspressen. Schließlich den Beutel selbst in das Wasser sinken lassen. Das Gemisch 5 Minuten ziehen lassen. Das andere Geschirrtuch in den Sud eintauchen und damit tränken. Vorsichtig dann auf die betroffene Stelle auflegen. Ist das Tuch zu heiß, zunächst ein Handtuch unterlegen, das später, wenn das Geschirrtuch abkühlt, wieder entfernt wird. Damit soll die Auflagetemperatur die gesamte Anwendungszeit über im angenehmen und natürlich erträglichen Bereich gehalten werden. Über den Wickel ein weiteres Handtuch oder eine Decke legen und 3 bis 4 Minuten wirken lassen. Den Vorgang kannst du mehrmals wiederholen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist, den Ingwerwickel gegen Nierenschwäche einzusetzen. Dass die Niere der Hauptakteur für die Blutentgiftung ist, dürfte allgemein bekannt sein. Dieses lebenswichtige Organ erledigt aber auch andere Aufgaben. Die Niere hat eine regulierende Funktion auf die Säureausscheidung, den Blutdruck und den Wärmehaushalt. Auf esoterischer Ebene steht die Niere als paarweise vorhandenes Organ für Lebenswillen, Beziehung und Partnerschaft. Eine Nierenschwäche manifestiert sich über ganz unterschiedliche Anzeichen. Sie kann sich durch die Empfindlichkeit der Ohren zeigen, verbunden mit einer Neigung zur Mittelohrentzündung. Auch schuppige Haut hinter den Ohren weist in diese Richtung. Vielfach deuten auch zur Schweißbildung neigende und stark riechende Füße auf eine Niereninsuffizienz hin. Weitere Anzeichen sind geplatzte Äderchen rund um die Fußknöchel, dunkle Schatten unter den Augen, Tränensäcke und Empfindlichkeit gegen Zugluft oder Kälte. Die Nierenstrategie Nummer 1 lautet also therapeutische Wärme. Eine intakte Niere braucht Wärme, um gesund zu bleiben. Es ist eine kluge Strategie, den eigenen Nieren Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu widmen, um sie unter anderem vor Unterkühlung zu schützen. Gesunde Nieren sind ausschlaggebend für das allgemeine Wohlbefinden, stabile Gesundheit und ein intaktes Immunsystem. Ein wirksames Mittel auf diesem Weg ist der früher weit verbreitete und mittlerweile wieder beliebter werdende Nierenwickel. Am wirksamsten erweist sich der Ingwerwickel für die Nieren, wenn man ihn im Rahmen einer 7-Tage-Kur anwendet. Und das erfolgt so. Vor der Anwendung die Blase entleeren. Kalte Füße in warmes Wasser anwärmen und während der Anwendung durch dicke Socken warm halten. Den warmen Ingwerwickel wie zuvor beschrieben herstellen. Auf die Nierenregion auflegen, auch hier bei zu großer Wärme zunächst ein Handtuch unterlegen und später entfernen. Darüber eine Decke legen.
20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Danach in Rückenlage etwa 30 Minuten ausruhen. Abschließend reichlich Wasser trinken, mindestens jedoch ein Dreiviertel Liter. Der Nierenwickel wirkt sich vor allem auf die Entgiftung und die Blutentsäuerung positiv aus. Durch die kombinierte Zufuhr von Wärme und den Wirkstoffen des Ingwers lässt sich damit auch der allgemeine Zustand der Nieren verbessern und stabilisieren. Unser kurzes Fazit: Es ist vor allem die intensive Wirkungsweise und das vielseitige Anwendungsspektrum, das den Ingwerwickel zu einem der interessantesten und effektivsten Hausmittel macht, die es überhaupt gibt. Mit seiner hohen Wirksamkeit gegen heftigen und langanhaltenden Husten ist er eine natürliche und nebenwirkungsfreie Alternative zu herkömmlichen Arzneimitteln wie Hustensaft oder Hustenpillen. Mit seiner entkrampfenden und kreislaufanregenden Wirkung bei Verspannung ist er eine praktikable Lösung für schnelle Hilfe bei Nacken- und Schulterschmerzen. Mit seiner stabilisierenden und entschlackenden Wirkung auf die Nieren profiliert er sich als wirksame Präventionsmaßnahme für dieses lebenswichtige Organ. Nicht umsonst basiert der Ingwerwickel auf der jahrtausendalten Weisheit altchinesischer Medizin. Diese Weisheit sollten wir für unsere Gesundheit nutzen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.